Willkommen zur 200. Ausgabe von Fernsehkritik TV. Mein Name ist nicht Holger Kreimeier, den Zahn muss ich Ihnen sofort ziehen. Ich bin Adam Wolke. Ich bin eines der Nasen bei Massengeschmack, die für diese Jubiläumssendung verantwortlich sind, die heimlich geplant, heimlich organisiert und heimlich gedreht haben. Holger weiß nämlich von dem Ganzen nichts. Dieses Gefühl, dass man Angst hat, dass der Chef spontan heimlich reinkommt, unangekündigt, das haben wir sonst auch immer. Aber diese Woche hatten wir das ganz, ganz besonders. Aber es ging bis zum Ende gut. Holger kommt gleich dazu und dann wird er seine fröhliche Überraschung erleben. Hier steht hinterhältiges Lachen. Die erste Überraschung beginnt mit einem exklusiven Jubiläumsintro. Hallo Holger, hier ist Kocek. Alles Gute zur 200. Merkt ihr das? Ja, ja. Wir zahlen dafür Rundfunkgebühren. Alles, was klingt. Ich mach das nicht freiwillig. Wahnsinn, da weiß man echt nicht mehr, was man noch machen soll. Du Arsch. Herzlich willkommen bei Fernsehkritik TV. Hier ist Folge 200. Die große Überraschungsshow für Holger. Live aus dem Alsterfilmstudio in Hamburg. Hey! Ja, zwei Überraschungen schon. Adam ist der Moderator, was ich schon mal nicht wusste. Und ich habe gerade Stefan im Intro gesehen, unseren Kojak. Genau, also es gibt gute Nachrichten und schlechte Nachrichten. Ist das die schlechte oder die gute? Das musst du dir dann selbst aussuchen. Okay, alles klar. Ich hatte da schon eine Tendenz. Ja. Ja, willkommen zu deiner eigenen Sendung. Ja, komisches Gefühl, aber freut mich sehr. Ja, wie ist das Gefühl, wenn man überhaupt keine Ahnung hat, wenn man die Kontrolle komplett abgegeben hat? Ja, ganz schrecklich. Ich saß jetzt eine halbe Stunde da hinten, hab gedacht, Mensch, läuft denn die Aufnahme jetzt und die Trailer, du weißt ja vorweg, ne? Und hier und das und dies und die Mikros und hier und die Bar, sind die Würstchen heiß. Und ich sitze da und kann nichts machen. Aber offenbar sind wir live auf Sendung. Schauen wir mal. Ist ja auch nicht immer der Fall. Letzten Freitag, aber egal. Ja, momentan ist es so ein bisschen, wir können uns heute wieder steigern, glaube ich. Gut. Ja. Ach ja, was hast du mit der ganzen freien Zeit gemacht? Bist du weggefahren? Ich habe gar nicht viel freie Zeit gehabt. Ich frage mich ja immer, wie mache ich das denn eigentlich, diese Sendung noch zu machen? Ich habe auch ohne die Sendung so viel zu tun. Also leider, aber ich habe ein Mittagsschleifchen heute gehalten. Du musst dann immer Jubiläum machen. Du musst einfach nächstes Mal wieder die 300. Folge einfach überspringen, so wie bei Windows. Ja, oder die 250. kann man ja auch noch machen. Genau, zwischendurch, genau. Ja. Ja. Ja, sehr gut. Also vielleicht hast du so ein bisschen Ruhe gehabt. Die hast du dir dann auf jeden Fall verdient. Ein bisschen. Weil aber ich war ja auch gleichzeitig ein bisschen krank die letzten Tage. Das hat es dann wieder gleich versaut. Ja. Typisch. Hat man ein bisschen Freizeit, liegt man im Bett und ist krank. So wie das komplette Studio eigentlich, ne? Nur zeitversetzt. Ja, genau. Ja. Ja, 199 Sendungen hast du jetzt hinter dir. Das sind exakt 11.168 Minuten. Ach was. Ja, ausgerechnet extra. Das sind wie viele Tage? Das sind knapp 8 Tage. Das heißt, wenn du Fernsehkritik TV am Stück schauen möchtest, dann kannst du knapp 8 Tage damit verbringen. Eine Woche? Ja, über eine Woche. Aber auch wiederum eigentlich wenig, ne? 10 Jahre sitzt man da dran und hat dann 8 Tage zustande. Ja gut, du darfst aber nicht auf Toilette gehen oder so, ne? In der Zeit, in diesen Tagen. Okay, gut. Und genauso haben wir es auch gemacht. Wir haben uns das alles mal am Stück angeguckt und haben eine kleine Zusammenfassung. Wir zeigen Ihnen, wie Sie mit Ihrem Penis vielleicht mit ein paar einfachen Übungen pro Tag privat und diskret um bis zu 5 cm verlängern und auch im Umfang um bis zu 3,5 cm vergrößern können. Er hat Penis gesagt. An welches komische Format erinnert mich das jetzt hier? Hat der gerade Penisverlängerung gesagt? Ja, ich erinnere mich noch. Nee, ohne Scheiß, das ist Folge 12. Wie sieht der denn aus? Er sieht noch jung aus. Im Bild und dann sieht das so aus, als würden wir das gucken. Genau. Ja. Ja, er ist ja so jung gewesen damals. Das ist Folge 12. Ich bin nämlich zur Folge 11 eingestiegen und die neueste Folge, da war ich dann schon im Forum angemeldet und blablabla, hab mitdiskutiert. Und Folge 12,
war ich dann so gespannt drauf, weil da habe ich zum ersten Mal auf die neue Folge gewartet und die war so mega gut. Da waren so viele Comedy-Elemente drin. Comedy? Ja, da waren bei FKTV Comedy? Ja, da war tatsächlich noch Comedy-Elemente drin. Ach, das war die Zeit, die gute alte Zeit, wo auch nochmal wo angerufen hat, ne? Ja, was der Telefon noch bezahlt hat. Ach Gott, ich find immer toll, wie dünn er da war. So wie Thomas. Ja, das Mikrofon, oder? Ich glaube, das ist ein S-T-Shirt und der Ärmel ist trotzdem doppelt so groß wie sein Arm. Wir haben vielleicht den Weg gefunden, wie Sie ohne Pillen, Geräte oder eine Operation innerhalb kürzester Zeit zu einem ganzen Mann werden können und Ihr Penis sich auf natürliche Art und Weise um bis zu 5 cm verlängern kann und im Umfang die Chance auf bis zu 3,5 cm Vergrößerung besteht. Hat das dann am Ende wirklich auch genutzt, die Tipps? Weiß man nicht. Ne? Ja, die reden von... Das klingt interessant. Klingt jetzt nicht so. Warte mal, nicht so laut. Das Gespräch fängt an, mich zu interessieren. Hast du die Nummer notiert? Also ich weiß noch, als ich das erste Mal gesehen habe, fand ich das enorm lustig. Und nein, das lag nicht nur daran, dass da ganz oft das Wort Penis vorkommt. Ja, damals hat der FKTV noch Niveau, ne? Diese wenigen gezielten Penisvergrößerungsübungen machen gleichzeitig auch erregenden, intensiven, sexuellen Spaß, dass sie sich ja intensiv mit dem Penis beschäftigen. Geil. Da konnte man wenigstens noch nicht sagen, von unseren Spendengeldern, weil das war noch alles auf Eigenkosten. Da hat's, kann man so sagen, der NDR quasi noch bezahlt. Also Ansage abspielen geht heute nicht mehr. Du meinst sowas Geniales? Dieses geniale Stück Fernsehkritik-TV-Geschichte wäre heute gar nicht mehr möglich? Alleine, weil der rote Vorhang hier im Studio fehlt, deswegen schon nicht. Kann man ja wieder aufhängen. Gibt's denn noch? Wir haben hier ganz viele rote Vorhänge, als ob die Spinner den Unterschied bemerken. Ich weiß nicht, ob das dasselbe ist. Ach, das merkt doch keine Sau. Guck mal, siehst du, wie blutleer der schon im Gesicht ist? 7,96, der kriegt doch 4 Wochen keinen mehr hoch. Guck dir das doch an. Gratis am Anschluss an die nun folgenden Penisvergrößerungsanleitungen und müssen den Webseiten Zugang nicht kaufen. Halt die Fresse. Oh. Agro-TV. Agro-TV. Ja, die Bursche von Mecker-TV. Er ist nicht gerade tiefenentspannt, ne? Nein, ob ein großer Schwanz da was nicht hilft, da weiß ich auch nicht, du. Sehr detailliert nachlesen. Ja, ist gut. Alle Übungen sind dort genauestens beschrieben und sogar teilweise bebildert. Muss ich die Hose jetzt aufmachen oder was muss ich jetzt machen? Ja, bitte. Nee, bitte nicht. Ja, bitte. Nee, bitte nicht. Bist du denn drauf, Alter? Ja, ist doch egal, Alter. Nein. Ein Satz, den Holger öfters mal stellen muss, fragen muss. Oh, in vielen Holger K.-Geschichten kommt dieser Satz vor. Ja. Muss ich die Hose jetzt aufmachen? Wissen Sie was? Ist mir scheißegal. Hallo und herzlich willkommen zur 37. Folge von Fernsehkritik TV. Den kenn ich. Ja, scheiße, den kenn ich. Alter. Ja, leck mich fett, Alter. Guck mal, Mickey Mouse hat schon Suizid begangen. Ja, warum wohl, ne? Warum ist denn eine Mickey Mouse? Echt, das ist das Erste, was dir auffällt? Ja, wieso hängt die da? Wer hat sie erhängt? Hier, der Kleine hier, doof, ne? Der passt ja 4-mal in Dick rein. Alter, das war ja die Bonzo-Zeit, ne? Das war die Bonzo-Zeit. Alter, du siehst 2009. Ja, Alter. 2009. Wie waren das bei den Dreharbeiten? Wie hast du dich auf deine Rolle denn so vorbereitet? Wie? Rolle? Oh Gott, ey. Mario, wie ich ihn kennengelernt habe. Mario, wie ich ihn kennengelernt habe. Er sieht aus wie ein Killer, ey. Ja. Also du bist einer von denen, da schießen sich die Türsteher selber ins Knie, ne? Was schaust du denn gerne im Fernsehen, Bonzo? Ja, so Call-In-Scheiß und sowas. 9Live und so ein Dreck. Was? Warum das denn? Ich will mir die Gesichter einprägen, falls ich mal einen von denen erwische. Ach so, ja, das ist gut, ja. Bist mir sympathisch, Dicker. Ach so. Ach, die Comedy-Einlagen damals waren aber witzig, so mit Gästen. Das ist mittlerweile komplett irgendwie weggefallen, die Comedy-Einlagen. Hallo und herzlich willkommen zur 55. Ausgabe von Fernsehkritik TV. Oh Gott! Ich erinnere mich, das kam verdammt schlecht an, dieses virtuelle Studio. Das hässlichste Greenscreen-Studio ever. Ever! Oh, wie schön! Hochprofessionell. Wo sind seine Beine?
Kann man sowas denn kaufen? Ich stell mir vor, er hat da unter dem Tisch so eine Kuhle, wo die Beine drin sind. Alter, der Tisch ist ja geil, ne? Aber gut, dass der da ist. Sonst würde man wieder dieses Riesengemächt sehen. Weil du weißt, die Vergrößerung. Dieses Riesengemächt. Aber warum ist der Tisch ein bisschen klein? Oder der hat nichts an unten. Du weißt ja, Holger kann hier auch mal. Der hat auch Abseiten, weißt du? Alter, der hat auch Abseiten. Der wird doch nicht umsonst bei Edeka angepöbelt, Alter. Ja, ich denke schon, es ist wichtig, auch mit RTL mal die direkte Auseinandersetzung zu suchen, auch im persönlichen Gespräch. Und deswegen habe ich den Sender gebeten, mir jemanden zu schicken. Und es ist auch jemand vorbeigekommen. Sie sind Herr... Bayermacher, mein Name, Herr Kreimeier. Bayermacher, RTL Rechtsabteilung. Ja. Oh, warte mal, ein bisschen Kultur. Guck mal hier. Als er noch Anwalt war. Nils sieht älter aus, als er heutzutage schon aussieht. Nils Auftritt. Ah. Sein zweiter Auftritt als Bayermacher. Und ewig wusste auch keiner, wie er wirklich heißt. Er ist ewig lang als Bayermacher, bis er tatsächlich dann irgendwann im Studio war. Dann wusste man, dass er Nils heißt. Die Frage ist ja, warum darf ich kein T-Shirt verkaufen, auf dem steht Scheiß RTL? Ist schnell erklärt, Herr Kreimeier, weil wir der erfolgreichste Sender Deutschlands sind. Und jeden Abend eine Menge Menschen sehr glücklich machen. Alleine unser Format Bauer sucht Frau hat zu 22 Ehen geführt und zu 7 Babys. Wow. Mal bei aller Liebe, aber zu wie vielen Babys hat denn Ihr Format geführt? So, kein Tag älter aus. Und den habe ich so abgezockt. Der ist ja, Holger ist ja auch total scheiße im Spiel. Na, das ist ja auch immer bei Pasch TV. Alter, guck dir das doch mal an, wenn der schon würfelt. Ich sage immer nur, mein Gott, mit den Händen könnte ich auch nicht würfeln. Mal ehrlich, ist auch wahr. Ich habe nicht das erste Autogramm von Nils überhaupt bekommen. Ich glaube, du bist einfach der Erste, der eins wollte. Ja. Gut, dann haben wir das ja geklärt. Ich habe das Erste. Na, das werden wir ja sehen. Wir haben auch gute Argumente. Ja, für uns reichen da 2. Landgericht Köln. Ja? Ja. Aber auch da wusste er schon, wie er spielen sollte. Das ist seine Lebensnatur. Ja, der macht das durch. Hier ist Folge 115 aus dem Alsterfilmstudio in Hamburg. Guten Abend. Dankeschön. Hui. Oh, hörst du diese Massen? Das übliche Publikum. Im Alsterfilmstudio. Da war noch Publikum. Alter, weißt du, was das war? Das war noch Publikum. Das war die erste Sendung. Wer saß in der Regie? Im Studio, ne? Ja, wer saß in der Regie? Neben mir saß Nero. Ach, guck mal hier, nee, was schön. Bei mir kam immer nur meine Freundin. Sie haben sich nicht in der Sendung geirrt. Das ist nach wie vor Fernsehkritik TV, was Sie hier sehen. Auch wenn das Intro sich geändert hat und das Studio irgendwie anders aussieht als sonst. Es ist alles wie bisher. Ich bin immer noch der Alte, keine Sorge. Er ist immer noch der Alte. Ja. Ist nicht abgehoben. Er hat ein eigenes Studio, aber er ist kein Superstar oder so. Nicht, dass man da irgendwas Falsches denkt. Deswegen hat er von vornherein gesagt, hey, ich gehöre noch zu euch. Ich bin noch einer von euch. Ich habe den roten Vorhang trotzdem noch in meiner Handtasche. Unter dem Tisch. In seiner Hose. Genau. Mach doch mal in die Regie rüber. Alter, saß ich mit Nero. Wir beide voll besoffen, Alter. Becks bis zur Arzt kommen, Alter. Und dachte, oh, lass den doch sappeln. Haben wir aus Bock noch falsche Knöpfe gedrückt und sagten, ups, kann aber passieren. Gab's denn Pannen in der Essen? Voll. Ach, natürlich. Und er dachte, das war ein Unfall. Quatsch, haben wir für Bock gemacht. Haben wir gedacht, erste Sendung, Sackgesicht. Ja, 7 Euro Eintritt. 7 Euro Eintritt. Und für die erste Folge, es war rappelkahl ausverkauft. Ich war nicht da. Hey, ich stehe hier völlig zufällig rum. Vielleicht warte ich ja auf irgendwas. Hallo, CF? Nein, Holger! Unglaublich! Das ist ja unfassbar! Dass du zufällig gerade hier stehst. Ja, was machst du denn hier? Ich hab dir was mitgebracht. Mir! Ach, gucke mal. Ah, oh, schön. Guck mal, wer da ist. Mensch. Ich war von Anfang an gegen diesen Beitrag. Tut mir leid, bin ich der Einzige, der das lustig findet? Ich fand das großartig. Aber Alter, ohne Scheiß, das war ein Highlight. Das war eine Sternstunde. Diese Verarschung von diesen Ami-Geschichten, weißt du, wo die immer nur Mama, 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 da wird immer nur der Mund bewegt, ne? Und da wird das irgendwie so nachsichtig. Diese Verkaufssender ist der Hammer. Oder? Aber das haben die doch super gemacht. Das war doch großes Kino. Das war ein kleines Highlight, muss ich ehrlich sagen. Stell dir vor, 30 Jahre lang hat man an diesem Mittel hier gearbeitet. 30 Jahre? Ja. Da hast du dieses Studio eröffnet und auch zuletzt geputzt. Du bist ein Arschloch. Ja. Ja, das stimmt. Nee, das war ein Highlight. Also das habe ich sehr genossen. Ja. Und du weißt, wie ungern ich was Nettes über den Chef sage. Ja, 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 ja. Aber das hat er gut gemacht. Aber sag ihm das nicht. Nein, sag ich nicht.
Holger, was ist das denn? Das ist ein Teppich. Nein, aber was ist das? Das ist ein Flag. Nein. Ja. Und wie kriegen wir den wieder weg? Na, was für eine Frage. Mit Pure 100. Nein. Einfach nur ein paar Mal drauf sprühen auf den Fleck und schon geht er quasi von selber weg. Kannst du es sehen? Ja. Reiben? Nein, genau wie zu Hause. Siehst du was? Er bürstet gegen den Strich. Genau wie zu Hause. Deswegen werden die Flecken immer größer statt kleiner. Das ist Holger! Das Teil, was da liegt. Alter, weißt du was? Das ist nicht mal gespielt. Der ist so. Das ist so. Das sieht aus wie die. Siehst du, da ist der Fleck, Alter, wird immer größer. Tja. Weil das ist wirklich purer Klamauk, also. Ja, sicher ist es purer Klamauk. Aber das ist doch mal wieder ein Produkttest, wie vor damals von Olli immer. Das war ja auch legendär, die Produkttests von Olli. Ja, wir haben es aber damit nicht wirklich das Produkt getestet. Also, wir wissen ja, dass es Müll ist. Da kann man, ja, glaube ich, auch nicht viel testen. Und? Siehst du den Fleck immer noch? Ja. Oh mein Gott, er ist weg. 30 Jahre Forschungsarbeit. Verstehst du, das ist witzig, weil der Fleck auf dem Teppich ist. Ja. Und jetzt hat er den Teppich weggeschoben. Ja. Und dann ist der Fleck zwar noch auf dem Teppich, aber er sieht ihn nicht mehr. Und deswegen sagt er, der Fleck ist weg. Quasi, weil er mit dem Teppich Ah, das ist aber... Komm, da musst du erstmal drauf kommen, also bitte. Subtiler Humor bei FKTV, ne? Ich finde das großartig. Irgendwie machen mir die Angst, weil das ist so authentisch. Das könnte direkt deren Studentenjob gewesen sein, mal ehrlich. Die sind schon fast zu echt. Und? Was sagst du, hm? Es sieht genauso aus wie vorher. Sag ich doch. Ich spritz gleich ab. Ich habe schon einige RTL-Stars hier im Studio gehabt. Hans Meiser war schon hier, Hugo Egon Balder war schon hier. Helmut Thoma war sogar hier, aber einer, der hat immer noch gefehlt. Und ich dachte, Mensch, wenn der mal bei mir wäre, das wäre der Knaller. Und jetzt ist er tatsächlich da. Da ist er. Karlchen. Moin, moin. Ach, Karlchen. Ja, natürlich. Den habe ich neulich auch persönlich kennengelernt. Ja. Ganz nettes Kerlchen. Ey. Ach, mir kommt es vor, als ob es zwei Sendungen her ist. Ja, als ob es vor drei Wochen, vier Wochen, vor einem Urlaub gewesen ist, ne? Ja. Aber die Zeit kann enttäuschen. Das muss echt lange her sein. Mann, woran erinnert mich die Nase von Karlchen? Ich komme nicht drauf. Der hat auch bei dieser Verlängerungshotline angerufen, ne? Ich meine, die anderen, die mit mir unterwegs waren, so in den letzten 30 Jahren, die brauchen jetzt tonnenweise Botox oder ich weiß nicht was alles. Ich brauche da weniger, nicht? Ich bin faltenfrei und fit wie immer. Was ist denn dein Beauty-Geheimnis? Viel schlafen und ab und zu mal eine leckere Blondine, so zum Frühstück, Mittag. Ich will dir was sagen. Das war aus einer Zeit, als RTL noch gut nicht scheiße, ja, war. Stimmt, ne? Ja. Da haben die sich noch Mühe gegeben, da war nicht alles scheiße. Ne? Ja, ja. Es war weich, es war warm, es war braun, es roch übel. Natürlich war es irgendwie scheiße, aber nicht alles war scheiße. Nee, Karlchen war cool. Karlchen war cool. Doch, war auch mal bei Alles Nichts Oder und hat dann auch in der Kiste gesessen. Und ja, das ist nicht mehr meine Zeit, meine Leute. Ich bin ja ein richtig... Doch, Karlchen von RTL. Ich bin wenigstens nicht vor dem Fernseher aufgewachsen, sondern vor dem Computer. Okay, wie schafft man den Weltrekord im Playboy? Weiß ich nicht. Ich war in Deutschland und in Italien und in Spanien und in Brasilien im Playboy. Und dann, als ich nach Amerika gezogen bin, haben die mich nochmal produziert. Und da war ich in allen Ländern, 40 Playmates. Das waren wie viele insgesamt? 19 zu meiner Zeit. Ja, Hammer. Boah. Meine Güte, was war das denn? Eine verfaulte Erdbeere, keine Ahnung. Oh, nee, sowas habe ich nun lange nicht mehr gesehen. Nicht ganz ehrlich, das war ja nun die Dekoration, sah aus wie in einer Dorfdisco irgendwie südlich Hückeswagen oder sowas. Ja, da habe ich irgendwie gedacht, das wäre total lustig, wenn Karlchen dann plötzlich anfängt, irgendwelche wilden Schimpfwörter rauszuhauen. So. Ja. Was war das denn für eine hässliche Schlampe? Das wäre widerlich zum Kotzen. Bäh, geh weg. Ja, insgesamt, Wahnsinn. Wer hätte das gedacht? Das waren jetzt irgendwie 9 Jahre Fernsehkritik-TV, die wir jetzt mal hier eben kurz durchgeguckt haben. Ja. Ich dachte, das war das Intro für Jetzt sind wir warm, oder nicht? Vielleicht in 5 Jahren oder so wird das als legendärer Beitrag in die Geschichte eingehen. Ich denke mal, in 5 Jahren sitzen wir wieder hier und werden uns kommentieren. Wie wir das hier kommentieren. Genau. Cool, da freue ich mich jetzt schon drauf. Das waren auch die Highlights. Also viel, viel, viel Spannenderes ist eigentlich auch nicht passiert. Würde mir auch nicht einfallen, ne? Ja. War sehr schöne Zeit. Auf die nächsten 200. Auf die nächsten 2.
100. 1000. Nur zwei. Der Typ mit der Penisverlängerung, der hieß ja Jochen Pendel, das war ja schon mal das Witzige daran. Ja. Und der hat sich bei mir ja noch gemeldet per E-Mail, so einige Monate später, und das war dem total peinlich. Ich wollte ihm nur sagen, ich habe das wirklich nur gemacht, weil ich dringend ein bisschen Geld brauchte. Ich bin eigentlich Schauspieler und es ist mir selber peinlich. Da hat mir das so eine E-Mail geschrieben, dass ihm das extrem peinlich war. Weil er behauptete sogar, er hatte gar nicht genau gewusst, worum es eigentlich geht. Wobei nee, er zusammengeschnitten, ne? Ja, vor allem Penis in den Mund nimmt. Ja, eben. Er sagt selber ja auch Penisverlängerung. Ja, insofern eben. Muss er ja ziemlich bescheuert sein. Aber sowas gibt es dann eben auch. Da kriegt man auch Reaktionen von Leuten, die dann per E-Mail schreiben. Weil es gab jetzt nicht die Forderung, das wieder rauszunehmen, oder? Nee, überhaupt nicht. Er hat sich einfach nur geschämt. Nö, das war ja ein Hit im Internet damals, der Werbespot an sich auch. Also das kriegt er ja nicht mehr raus aus dem Netz. Ist es denn so, dass du die alten Folgen selbst auch anschaust, immer mal wieder? Nee, ganz selten. Nur wenn ich es irgendwie brauche für irgendeine Recherche oder wenn mir irgendwas einfällt. Damals habe ich mal irgendwas gemacht, was ich für einen aktuellen Beitrag wiederverwenden kann. Ja. Dann vielleicht mal, aber sonst überhaupt nicht, nee. Intern hat uns das Studio ab Folge 25 sehr gefallen. Also hier sind wir seit Folge 115. Aber ab der Folge 25 sind wir in diesem Greenscreen gewesen, wo deine Beine weg waren oder irgendwie im Keller versteckt waren. Ja. Das ist mein persönliches Highlight eigentlich aus dem Video. Aha, du meinst das virtuelle Studio, was wir gerade gesehen haben? Ja, genau. Ja. Das war aber nicht 25, das war ein bisschen später, glaube ich, ne? Oder war das 25? Recherchen intern haben ergeben, ja. Ah ja, okay. Und, da war damals schon zumindest die Idee, Mensch, wäre das geil, mal so ein Studio zu haben, in echt. Ja. Siehst du mal. Jetzt ist es soweit. Jetzt sind wir schon seit fast 4 Jahren hier. Und seitdem es so ist, machst du die Recherchen für Fernsehkritik TV eigentlich hier in meinem Büro, oder? Du arbeitest hier drüben. Ja. Läuft privat bei dir dann zu Hause der Fernseher überhaupt noch? Doch, gelegentlich schon. Aber das meiste lade ich mir immer runter von OTR. Also, dass ich direkt live gucke, das ist eher wenig. Aber du guckst dann auch wirklich privat, weil du noch ein Interesse daran hast? Ja, ab und zu. Also, aus Unterhaltung, Fernsehen gucken mache ich eigentlich recht wenig. Dann schaue ich lieber Filme. Ich habe einen ganzen Schrank voller verschweißter Blu-rays, okay, die geguckt werden möchten. Guckst du Valuli sieht fern zum Beispiel? Ja, natürlich. Der war ja auch schon mal bei uns. Der war in der 100. Folge damals zu Gast, Philipp Valulis. Stimmt, ja. Ja, genau. Eines der prominenten Gäste, der zufälligerweise eine kleine Botschaft hinterlassen hat. Ah, hat er schon mal so. Lieber Holger und liebes Team, herzlichen Glückwunsch zu eurem Jubiläum und auf die nächsten 10 Jahre Fernsehkritik TV und Prozesse mit RTL. Herzlichen Glückwunsch und mach weiter so. Ja, danke schön. Ja, schön. Ja, er macht ja jetzt, glaube ich, auch bei dem Funk irgendwas, soweit ich weiß. Ja. Da wünsche ich ihm alles Gute, dass er da auch sich verwirklichen kann. Weil das ist für mich ist das eines der größten Talente im deutschen Fernsehen und der wird überhaupt nicht gefördert. Der ist da bei diesem 1 Plus, versauert der jahrelang mit seinen Valulis. Ja. Kein Mensch hat es geguckt und es ist eine grandiose Sendung. Ist schade, dass sowas überhaupt nicht gefördert wird, aber vielleicht hat er jetzt ja seinen großen Durchbruch. Ja, hatte eine sehr schöne kritische Note auch, ne? Deswegen absolut, ja. Durchaus dieses Liebevolle immer auch mit den ganzen Grafiken, mit den ganzen Vorspenden zu diesen ganzen Sendungen, die verarscht werden, das macht er ja alles selber. Also ja, ganz groß gemacht. Handwerklich, genau, sehr anspruchsvoll. Ganz toll, ja. Ja. Mhm. Genau. Wie ist denn das jetzt so nach knapp 10 Jahren? Die erste Folge war am 10. April 2007. Hast du immer noch Lust oder Interesse, die Fernsehmacher zu belehren? Also eigentlich habe ich ja alles soweit zum Fernsehen gesagt, was zu sagen ist. Alle Beiträge, die ich jetzt noch mache, sind eigentlich immer wieder das Wiederkäuen von selben Themen, nur anhand neuer Beispiele im Grunde genommen. Mhm. Das Fernsehen bietet ja keine neuen Themen mehr, die jetzt irgendwie sensationell neu wären. Also wenn ich ganz ehrlich sein soll, eigentlich hätte ich Lust, auch andere Dinge zu machen. Aber es ist immer noch sehr beliebt. Es ist ja auf Massengeschmack immer noch das beliebteste, ne? Das zweitbeliebteste, wissen wir ja nicht genau, aber das beliebteste. Ja, es gibt ja da unterschiedliche Meinungen dazu. Es kommt immer darauf an, wie man auf dem Bildschirm mit den Balken schaut. Ja, genau. Wenn es die Leute noch mögen, mache ich es immer noch weiter. Aber irgendwann ist mal der Punkt irgendwann da, wo ich dann sagen werde, jetzt würde ich nicht mehr, aber mal gucken. Wäre dieser Punkt, wenn du angeboten bekommst, einen Fernsehsendeplatz zu erhalten?
Das glaube ich nicht, dass das passieren wird. Aber da kann ich jetzt pauschal nicht drauf antworten. Ich wüsste, welcher Sender wäre das denn und unter welchen Umständen hätte ich da weiterhin meine redaktionelle Freiheit, wäre ich da eingeschränkt. Ja. Da müsste man, was wird dafür bezahlt? Das ist ja auch dann natürlich wichtig. Da gibt es viele Fragen, die man da stellen müsste erstmal. Das stimmt, dann hole ich erstmal ein konkretes Angebot ein. Mach das mal. Genau. Von jemandem, der ein Angebot von den Öffentlich-Rechtlichen nicht abschlagen konnte, haben wir auch eine kleine Grußbotschaft. Ich ahne schon wer. Surprise, surprise, surprise. Und alles Gute zur 200. Folge Fernsehkritik TV. 200 Jahre Fernsehkritik TV. Das ist ja länger, als es das Fernsehen selbst gibt. Und ein schöner Zeitpunkt, um mal zurückzublicken. Ja, war ganz nice. Nach 200 Folgen muss man nicht nur sagen Glückwunsch, sondern auch Respekt. Denn um eine einzelne Person nicht nur eine Sendung, sondern einen ganzen Sender aufzubauen, das hat bisher nur ProSieben geschafft. Und ich hoffe sehr, dass du nicht einfach aufhörst, wenn du den ESC und das Kanzlerduell gewonnen hast. Fernsehkritik TV ist ja immer noch sowas wie der Kern von Massengeschmack. Aber, das vergessen viele, Massengeschmack ist auch sowas wie die Erlaubnis für Fernsehkritik TV. Weil 200 Folgen was zu kritisieren, ist die eine Sache. Aber es dann versuchen, besser zu machen, das gibt der Kritik am Ende viel mehr Geltung. Props dafür, Bro. Ich bin wahrscheinlich der Einzige, der in dem Studio schon mal moderiert hat und dann ein paar Monate, Wochen später in dem gleichen Studio zerpflückt wurde. Ich kenne also beide Seiten und ich muss sagen, beide Seiten sind irgendwie interessant. Wobei im Studio gab es immer Freigetränke, deswegen hat das Studio doch ganz knapp gewonnen. Anderes Thema, die Zukunft. Wenn ich dir jetzt noch 200 weitere schöne Folgen wünschen würde, dann würde das ja heißen, dass ich glaube, dass das Fernsehen noch 200 Jahre durchhält. Und das glaube ich nicht. Nee. Aber keine Sorge, wir bei Funk arbeiten weiterhin hart daran, deinen Arbeitsplatz zu sichern. Also um das alles mal jetzt ganz kurz zusammenzufassen, keep on rocking, altes Haus. Dein Florian. Wenn man auch bei Funk so witzig wäre, ne? Nein, aber ich habe ihn ja nicht zerpflückt, was er da gerade gesagt hat, das stimmt ja nicht. Ich habe ja nur sozusagen eine Analyse betrieben dessen, was er da treibt. Also er ist ja noch einer von denen, wo ich sage, na, immerhin hat Funk auch Leute wie ihn. Ja, also zerpflückt habe ich ja andere bei Funk, nicht ihn. Nee, genau. Und ich habe ihn bisher bei Netzpräger auch immer nur analysiert und dabei vielleicht eine leicht emotionale Note mit reingebracht. Ja, genau. Ja. Der Fabian. Nee, Florian, genau. Genau. Er hat Fabian. Genau. Ja. Er hat eine sehr wichtige Sache noch angesprochen, die Zukunft von Fernsehkritik TV. Und zwar, wie stellst du dir das vor? Kann man zum Beispiel mal überlegen oder darüber nachdenken, ob man einfach ein allgemeines Medienkritik TV macht, unabhängig jetzt vom Fernsehmedium, jetzt wo die Öffentlich-Rechtlichen zum Beispiel auch immer weiter Verbreitungsweg Internet gehen? Ja, das stimmt. Das ist ein Gedanke, der irgendwann mal kam. Also der Oliver Kalkofe macht es mittlerweile ja auch so, weil die Mattscheibe nicht mehr vom Fernsehen nicht mehr genug hergibt, nimmt er sich mittlerweile auch YouTube vor. Das stimmt, ja. Aber die Sendung heißt ja nun mal Fernsehkritik TV. Insofern würde ich mich schon noch daran halten wollen, solange zumindest der Titel noch so ist. Ja, aber irgendwann ist vielleicht doch schnell geändert. Ja, aber da, glaube ich, muss man auch aufpassen, wenn man da einfach so eine Sendung plötzlich umbenennt, nachdem sie nun viele Jahre so geheißen hat. Da kann man sich auch, das ist so Markentechnik und so, da muss man aufpassen. Da das muss Problem man sehr vorsichtig mit umgehen. Bildblock zum Beispiel hatte das Problem. Ne? Bildblock berichtet ja längst nicht mehr über die Bildzeitung, sondern eigentlich über alle Medien und ja. Mussten das dann irgendwie noch aufs Logo kleben, damit man das dann verstanden hat, obwohl der Name so geblieben ist. Ja, genau. Ja.
Ja, gut, man kann natürlich Fernsehen jetzt, weil man ja auch mittlerweile über den Fernseher auch Internet sich anschauen kann oder machen kann, bedienen kann, kann man natürlich Fernsehen weiterfassen in dem Sinne. So könnte man es vielleicht verkaufen. Aber ja, gut, Funk ist ja schon etwas, was nur im Internet läuft. Insofern, da habe ich ja schon mal einen Ansatz gehabt, wo ich jetzt gesagt habe, das zumindest mache ich auch zum Thema. Genau. Entschuldigung, bietet sich auch an, das zum Thema zu machen, weil es auch öffentlich-rechtlich ist. Das ist ja immer mal wieder ganz gerne, kommt gerne zur Sprache. Auch weil du gute Beispiele dafür geliefert hast, dass ein Einfluss da ist, oftmals auch aus der Politik, der da vielleicht gar nicht hingehört. Mhm. Und uns ist aber nicht nur aufgefallen, dass sehr viel Steuerung bei den Öffentlich-Rechtlichen da ist, sondern als wir so die Folgen von Fernsehkritik TV auch betrachtet haben, ist uns aufgefallen, dass du eigentlich auch fremdgesteuert bist. Aha. Ja. Viele Menschen haben sich gefragt, wie kann eine Firma wie Alsterfilm von nur einer einzigen Person geleitet werden? Wir gehen der Sache auf den Grund, besuchen das Sendezentrum inklusive dem Verantwortlichen. Hallo, Herr Beckmann. Jo, moin moin. Wie läuft Ihr Alltag hier denn so ab? Ja, man muss sich das ungefähr so vorstellen. Der Holger ist an sich gut entwickelt, der arbeitet überwiegend von alleine. Ja, abends setzt man ihn dann an seinen Rechner und schaltet den Autopiloten an. Der Akku regelt quasi automatisch die Abschaltzeit. Also hier so, ne? Ja, die Steuerung ist eigentlich recht simpel. Man bewegt im Prinzip eigentlich immer nur hiermit so die üblichen Kopfbewegungen. Also sowas wie so hier. Ne? So. Überfordert der Job einen nicht, wenn man einen Geschäftsführer steuert, der 7 Tage die Woche arbeitet? Am härtesten sind natürlich die Aufzeichnungstage. Ich meine, Fernsehkritik TV ist natürlich ein rein geskriptetes Format. Das rattert da so inhaltsleer runter. Ne? Aber interessant wäre das denn hier bei hier MG Direkt. Ne? Da muss man schon mal sehr flexibel und manchmal auch sehr schnell sein. Ne? Hallo, Dieper Zeit. Ja, hallo, guten Abend. Ich habe nur mal eine Frage. Komm schon, Holgi. Kein Schlummermodus jetzt. Bleib dran. Na super. Das Ding hängt sich auf. Na ja gut, es ist halt ein 70er-Jahre-Modell, nicht? Echt Holger-mäßig. Ja, im Grunde genommen ist das ja eigentlich ein Teilzeitjob. Ich meine, vieles davon ist automatisiert. Ne? Die wichtigsten Daten, die kommen dann über die Datasette, die werden alle 2 Monate ausgetauscht. Was ja auch Sinn macht, damit er sich nicht mehr erinnert, was da vorher, ne? Und so weiter. Aber wichtig sind hier vor allen Dingen die Shortcuts, nicht? Wegen der Bewegungsabläufe. Ich meine, ihr wisst ja auch, ne? Da hat er ja so bestimmte Abläufe, die wiederholen sich immer, nicht? Der bewegt sich nun mal wie ein Angestellter von der Kreissparkasse Pinneberg. Der ist eben immer so, naja, so Kreissparkasse Kreimeier, ne? Weißt du? Also das hier sind jetzt die Knöpfe, die habe ich jetzt erstmal vorprogrammiert und die werden eben am häufigsten gebraucht. Hier zum Beispiel eine Geste, die hat man bestimmt schon öfter mal gesehen. Ne? Das ist halt einer der wichtigsten Knöpfe, wenn es um Verbesserungsvorschläge geht für Massengeschmack. Wie sieht es denn bei Sendungen aus, in denen Holger nicht einfach ein Skript befolgen kann, sondern in denen er ganz individuell mit anderen agieren muss? Na gut, problematisch wäre das natürlich, wenn da mehrere Leute am Tisch, also hier Pass-TV zum Beispiel. Ich meine, ich steuere den Holger, aber wenn ich irgendwie, da muss natürlich jemand anders ran. Oh nee, Alter, ich kann die Marionette nicht mehr ertragen, Alter. Diesmal umgekehrt, würde ich mal sagen. Ja. Das ist ja nicht mal Das macht mich fix und fertig. Ja, hallo! Nils Beckmann, Alsterfilm-Mitarbeiter, Teilzeit-Holger Steuermann.
Wie lange er diese Aufgabe noch erfüllt, ist unklar. Doch eins ist sicher. Wir haben diesem Mann einiges zu verdanken. Sehr schön. Ja. Nils in meinem Kopf, mein Gott. Genau, der kleine Mann im Kopf ist nicht Johannes Schlüter in dem Fall, sondern Nils Beckmann. Ja. Genau. Du siehst, wir haben so in den heutigen Einspielern doch die ein oder andere Fernsehreferenz. Ja. Auf qualitätsvolle und qualitätshalbvolle. Solange man sich auf die richtigen bezieht, ist ja alles gut. Ja, auf jeden Fall. Und wir haben es auch absegnen lassen sogar, dass wir die Idee verwenden können. Ah. Genau. Du hast früher mal gesagt, du kannst dir auch vorstellen, Fernsehkritik TV im Hintergrund zu machen und irgendjemand anderes moderieren lassen zum Beispiel. Ist das immer Wann habe ich das gesagt? Ist das so? Ja. Ja, das Problem ist ja, glaube ich, ein bisschen, wenn man das jetzt so lange macht, und ich bin ja auch meine eigene Redaktion, dann ist das natürlich mit meiner Person einfach sehr stark verbunden. Also jetzt ja. einfach zu sagen, ein anderer macht das jetzt ab sofort, das ist, glaube ich, ein bisschen schwierig nach so langer Zeit. Aber natürlich, wenn es da jetzt irgendwie eine Möglichkeit gäbe und dass ich sagen würde, Mensch, wenn ich das in dessen Hände gebe, wunderbar, dann hätte ich auch nichts dagegen, klar. Muss auf jeden Fall jemand sein, der ohne Teleprompter dann auch sich die ganzen Inhalte aneignen kann. Das ist hier Voraussetzung in diesem Hause, wie du weißt. Genau, ja. Eine weitere Frage, die ich dir seit 10 Jahren stellen möchte. Oh. Wie stehst du zu deinen damaligen Quatschbeiträgen? Also gibt es Beiträge, wo du dann jetzt im Nachhinein sagst, ach nee, das hätte ich jetzt so lieber dann gar nicht mit reinnehmen sollen? Da müsste ich jetzt drüber nachdenken, da müsste ich mal Beispiele wissen. Ja, zum Beispiel jetzt der Clip, wo du DSDS-Casting-Bewerber doch etwas sehr aufs Korn genommen hast. Nö, der war lustig. Nein, da stehe ich weiterhin. Ziel ist menschenverachtend, ist lustig. Nein, das ist nicht menschenverachtend. Also, das würde ich nicht sagen. Nee, das nicht. Das wollte ich aber nicht sagen. Die habe ich ein bisschen verarscht bei der Umfrage. Ja. Aber ich habe die nicht vorgeführt. Das kann man nicht sagen. Also, das würde ich nicht sagen. Das sind lustige Sachen. Es gab manchmal so Verzweiflungsbeiträge, wo ich dachte, oh, die Sendung muss raus, ich muss noch irgendwas schnell machen und dann innerhalb von so einem halben Tag irgendeinen Beitrag zusammengeklöppelt und da ist manchmal dann totaler Mist rausgekommen. So auf die, was auf die Schnelle gemacht werden muss, ist immer scheiße. Wenn man die Zeit nicht hat und sich nicht die Ruhe nimmt und die Kreativität walten lässt, erstmal ein bisschen, dann werden die Beiträge auch nicht gut. Deckt sich das dann auch mit dem Feedback der Leute? Weil bei mir ist es immer so, immer wenn ich mir besonders wenig Mühe gebe, dann finden die Leute es besonders gut. Seitdem gebe ich mir immer sehr wenig Mühe. Hast du da auch so einen Zusammenhang da bei dir? Oder ist es auch so, dass die Leute das dann auch ähnlich wertschätzen wie den Aufwand, den du dann da reinsteckst? Ach, das, nee. Also es gab ja immer wieder auch Beiträge, die sehr viel Recherche bedurft haben. Also ich erinnere mal an Sachen wie die Schwerverliebt-Geschichten, die Interviews, die Christopher Posch-Sachen und so weiter, wo ich ja auch viel Recherche betrieben habe, die Leute aufgespürt habe, hingefahren bin zu denen. Ja. Das sind aber auch dann wirklich die Beiträge gewesen, die hoch beliebt waren bei den Zuschauern. Also das ist schon so, nee, also die Leute sind schon dankbar, wenn ich da richtig gut recherchierte Sachen auch mal bringe. Ja. Das wird auch anerkannt, auf jeden Fall. Du hast in den ersten Folgen dich rechtlich sehr stark abgesichert in deiner Wortwahl, habe ich gehört. Du hast zum Beispiel auch wegen dieser Call-In-Forum-Community erstmal auf ein eigenes Forum verzichtet. Ja, es gab damals ja erstmal so die Ansage, irgendwelche Gerichtsurteile, die hießen irgendwie, man ist als Forumsbetreiber für alles verantwortlich, was in einem Forum geschrieben wird. Ja. Und da habe ich gesagt, um Gottes Willen, da habe ich keinen Bock drauf. Aber dann gab es relativ schnell schon irgendwelche Urteile, die das wieder kassiert haben und die gesagt haben, nee, Leute, so ist das nun nicht. Wenn ein Forum nach einer Abmahnung sozusagen sofort die Sachen löscht, dann ist es vollkommen in Ordnung. Und daraufhin habe ich dann gesagt, gut, wenn das so ist, dann mache ich so ein Forum auch. Weil dann hat man ja auch die Chance, es rechtzeitig rauszunehmen, wenn etwas wirklich irgendwie rechtlich im Graubereich mindestens liegt. Ja, wir haben ja gesehen auch, man kann trotzdem ja immer noch in Rechtsstreitigkeiten kommen. Wohl wahr, ja. Gut, ja. Manchmal auch selbst verursacht, genau. Ja. Jemand, der es auch gerne riskiert, der vielleicht auch schon die ein oder andere Anzeige bekommen hat, auch für die Aufklärung der Dummheit im Fernsehen alles gibt, hat ebenfalls eine Grußbotschaft hinterlassen. Das ist jetzt wer? Lieber Holger,
Heute wirst du 200 Jahre alt und du siehst keine Folge jünger aus. Aber so ist das halt. So viel Fernsehen geht eben an die Substanz. Ne? Entweder man wird dick oder alt oder hässlich oder blöd oder ein bisschen von allem. Ne? Sei einfach froh bei jedem Punkt, wo du noch keinen Haken dran machen musst. Aber du weißt ja auch, irgendwer muss diesen Scheiß ja machen. Und ich kann auch nicht alles alleine gucken. Also mach bloß weiter. Die Fernsehwelt braucht dich. Denn sonst passt ja kaum noch einer auf. Und du weißt ja spätestens seit Spider-Man, aus großer Flatscreen folgt große Verantwortung. Also, ja nicht schwach werden und schön die Batterien in der Fernbedienung lassen. Hm? Bis zur nächsten Runde Trivial Pursuit oder TV-Mau-Mau oder Spitzschalt ab, wann und wo auch immer. Ich freue mich drauf. Herzlichen Glückwunsch von einem der Mitstreiter an vorderster Front. General Krämeier, Kreismeister Krämeier, Respekt! Rühren, abtreten, ausschalten! Ja, toll, toll. Ja, das ist natürlich eine tolle Motivation, wenn jemand sagt, weitermachen, nicht aufhören. Ja, toll, toll, dass ihr ihn dazu bekommen habt, das zu machen. Freut mich sehr. Freuen wir uns auch drüber, dass er uns das geschickt hat. Weil er war so oft auch schon bei FKTV, dass wir da haben uns gedacht, okay, der darf absolut nicht fehlen. Das stimmt, ja. Jetzt in der 150. Nee, in der 100. war er. Und in der 175. war er. Ja, genau. Genau. Richtig. Und dann noch in der 53. war er zum ersten Mal da? Richtig. Oder ja, kann sein, ja. 52, ja. 53, genau. Genau. Da hattest du über ihn gesagt, das ist der Mann, der mich mit inspiriert hat zu dem, was ich über seit 3 Jahren treibe im Internet. Die Folge war im September 2010. Ja. Also nochmal 7 Jahre drauf. Ja. 6,5. Dann ist schon eine Weile herumgegangen. Bist du immer noch der Ansicht? Ja, auf jeden Fall. Also Kalkofe fand ich immer schon toll von Anfang an. Und weil er eben den Beweis angetreten hat, man kann jetzt Fernsehkritik nicht unbedingt nur so betreiben, dass man sagt, und jetzt wollen wir mal ganz ernst und intellektuell diese Dinge jetzt hier aufarbeiten und das Fernsehen und die Medienpolitik und so, sondern dass man das eben unterhaltsam machen kann, mit unterhaltsamen Elementen. Und insofern war das wirklich eine Inspiration, ja. Ja. Und dann hast du ständig noch andere Promis zu Gast gehabt. Du hattest Hans Meise. Ich hatte erst am Anfang überlegt, ob wir ein Spielchen draus machen, indem wir uns abwechseln mit irgendwelchen Gästen. Aber ich glaube, die Liste wäre so lang, dass wir doppelt so lange Sendezeit hatten. Aber nur so ein paar Namen zu nennen. Hans Meise hatte ich gesagt, Helmut Thoma, Dennis und Jesko, Wolfgang Herrles, Heller von Sinn, Hugo Egon Balder, Karlchen haben wir vorhin gesehen und so viele mehr. Ich weiß jetzt aus der aktuellen Situation, dass es doch ein sehr großer Druck ist, mit einem Promi zu sprechen. Hat es mehr Spaß gemacht oder hast du dann auch gemerkt, okay, das erntet schönes Feedback, aber du merkst es erst dann im Nachhinein, wenn der Stress vorbei ist? Nee, das hat immer Spaß gemacht. Natürlich ist man vorher in der Tat aufgeregt und hofft, denn hoffentlich kommt derjenige auch, hoffentlich sagt er nicht ab vorher oder irgend sowas. Oh, aber wenn dann die Sendung läuft und man merkt, der ist gut drauf und der ist sehr redselig und der fühlt sich hier wohl, dann sind das auch wunderbare, tolle Sendungen gewesen. Also ich kann mich eigentlich an keine erinnern, die jetzt irgendwie schlecht gewesen wäre oder in die Hose gegangen wäre. Die haben alle auch viel Inhalt transportiert, viele Sachen aus dem Fernsehen, auch so Anekdoten erzählt. Und das waren schon schöne Sendungen, auf jeden Fall. Gestern hast du ja sogar mit Max Schradin telefoniert. Ehemaliger 9-Live-Moderator. Ich gestern? Ja, genau. Nee. Max Schradin, der kritisiert wurde für seine ganzen Call-In-Shows? Also gestern möchte ich telefonieren mit dem. Nee, wüsste ich nicht. Oder bin ich verarscht worden? Oder? So, wir versuchen ja seit Ewigkeiten 9-Live-Nasen an Land zu kriegen. Und da Holger das nicht selber macht, dann wird sagen, mach ich das doch einfach mal, ne? Es nervt. So, wen haben wir denn da? Max Schwein, hallo? Ich bin Holger K. Lebemann und Galionsfigur. Ja, hallo? Ja, ist das denn zu glauben? Das ist ja also... Wer ist denn da?
Holger K. Punkt. Ja, und was kann ich für Sie tun? Sind Sie jemals im Fernsehen gewesen? Ah, ich glaube, jetzt weiß ich, welcher Holger. Ja, das wissen Sie doch, oder? Nein. Na sicher, jetzt verarschen Sie mich nicht. Ich kann mich nicht mehr erinnern, weiß ich nicht mehr. Okay, das ist eine Verarsche, oder? Nein. Was hast du denn so gemacht? Ja, ich bin eigentlich Moderator im Fernsehen. Ja. Ja, sehen Sie. Geh doch mal ein bisschen. Ja, ich weiß ja nicht, was ich reden soll. Was wollen Sie denn von mir? Können Sie gerade noch mal morgen anrufen? Sie haben mich doch angerufen gerade. Ja. Ja, also, was kann ich denn für Sie tun jetzt? Ja, wo ist das Essen denn? Was für Essen? Bitbox Mix zweimal Chili-Soße. Ja, ja, ist klar, ne? Sonst noch was? Burger. 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 Ja, dann hau ich mir jetzt mal den Burger hier weg. Aha. Hast du auch Chicken Wings? Nee, sehen aus. Geh doch mal ein bisschen. Ja, wie gesagt, ich weiß ja nicht so genau, was Sie von mir wollen. Ob das jetzt hier irgendwie ein Scherz ist oder irgendwas hier mit der Sendung oder irgendwas mit Ihnen. Kennst du den Namen der deutschen Bundeskanzlerin? Klar. Angie Merkel. Nein. Super Nanny. Magst du die Bundeskanzlerin? Ja gut, was hat das jetzt hier mit dem Text hier zu tun? Das könnte man ja vorher absprechen. Naja, inzwischen habe ich mich etwas beruhigt. Ich gehe jetzt mal zum Burger King. Ja, dann können wir jetzt auflegen, oder? Nein. Nicht. Zum Schluss noch ein paar Fragen an dich. Mhm, ja. Was ist denn dein Beauty-Geheimnis? Ich glaube, ich habe keins. Was ist denn Ihres? Diese Frage habe ich jetzt gar nicht erwartet. Okay, also ich würde sagen, können wir das Gespräch ja jetzt beenden. Ja, es nervt. Okay, also dann, schönen Tag, tschüss. Danke, tschüss. Kommst du eigentlich auch in Ballung? Also, dass es so lange durchgehalten hat. Ich hätte schon an seiner Stelle 10 Minuten vorher aufgelegt, aber... Ja, genau. Wir kriegen ja ab und zu auch hier solche Verarsche-Anrufe irgendwie. Ja, ich möchte eine Pizza bestellen und so. Da weiß ich immer schon gleich im ersten Satz, aha, das ist wieder so eine komische Bandansage. Ja, besonders, wenn es die eigene Stimme ist, ne? Ja, gut. Das war natürlich jetzt in dem Fall nicht so, aber... Dieter Bohlen zum Beispiel. Dieter Bohlen? Ja, es gibt, also entlehnt könnte man meinen, ist das Ganze den Samples von Stefan Raab, der mit Dieter Bohlen-Stimme... bei Leuten angerufen hat. Ach so, das meinst du. Ja, okay, ja, stimmt, habe ich schon verdrängt. Ja, das waren noch Zeiten, ja. Ja, schönes Telefonat hast du da geführt mit Max Stradin. Ja, schön, ja. Der Kontakt, den ihr da so hattet, war so nett, dass er dann gleich auch nochmal eine Grußbotschaft dagelassen hat. Ah. Hallo, liebe Holger. Alles Gute zur 200. Sendung. Ich glaube, 200 Sendungen habe ich nie gemacht, weil die Sendung, die ich gemacht habe, waren ja keine Sendungen. So, in diesem Sinne... alles Gute für die nächsten 200. Du merkst, ich bin ein bisschen heiser, kommt vom vielen Dummbabbeln. Trotzdem, das meine ich ernst, alles Gute für die nächsten 1000 Sendungen. Viel Spaß noch, tschüss. Ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Also unter den Call-In-Moderatoren war er ja immer noch derjenige, bei dem man ja nicht so richtig böse sein konnte. Er hat ja immer noch so einen gewissen Sympathiebonus gehabt, muss man ja sagen. Auch wenn er natürlich die Leute genauso beschissen hat wie alle anderen, aber... Ja. Ja. Das hätte ich jetzt auch gesagt an deiner Stelle. Genau. Darf ich zu euch kommen? Ja, komm gerne zu uns. Lars. Wir haben ja nämlich noch ein ambitioniertes Unterprojekt von FKTV in der Geschichte. Ah ja. Nämlich ja. Den deutschen Geheimdienst. Oh Gott. Und da kam Lars auf die Idee, das mal so ein bisschen aufzupäppeln. Nee. Ja, ich habe vor 2 Wochen
habe ich zum allerersten Mal den deutschen Geheimdienst gesehen. Ich habe schon viel Ominöses gehört darüber. Ja, ja, ja. Und habe mir das angeguckt. Und also ich muss dazu sagen, wer jetzt von den schauspielerischen Qualitäten da auf die Qualität unseres Studiofilms schließt, dem kann ich gute Hoffnungen machen. Das hat sich enorm verbessert seitdem. Und ich habe mir das also angeguckt und dachte, ja, das ist ganz nett, aber da fehlt was, da muss noch was verbessert werden. Und deswegen habe ich das ein bisschen neu synchronisiert und können wir uns das bitte ansehen. Jetzt geht's los. Ja, wir haben die Karte bekommen, die ein blinkendes rotes Licht an der Stelle von Südafrika hat. Ich habe aber nicht ganz genau verstanden, wozu die gut sein soll. Wissen Sie was? Diese App ist zu nichts Nütze und hat jetzt meinen Bildschirm auch noch geschrottet. Hören Sie mal, was war das denn eben gerade? Wovon reden Sie? Ja, dieser Vorspann. Der war doch voll bescheuert. So Quatsch, der war doch voll geil. Geil? Das war doch voll der billige James-Bond-Abklatsch. Ach, James-Bond-Abklatsch. Wir haben das Budget einer Chips-Tüte. Was erwarten Sie da? Großes Kino oder was? Bisschen weniger offensichtlich vielleicht. Ach, was soll's, den Scheiß guckt sich sowieso keiner an. Höchstens zum Einschlafen. Ach, das ist doch kein Ding, wir müssen es nur auf irgendjemanden schieben. Der Klobürstentyp? Der Klobürstentyp, der ist viel zu unerfahren. Und Volltrottel. Und zugekokst. Verstehe das Problem nicht. Auf keinen Fall, du gehst nicht zu diesem Kreimeier. Aber der hat voll das erfolgreiche Unternehmen. Wo hast du das denn her? Hat das dein Freund Berndi erzählt? Der ist genau sein Loser. Nein, ist er nicht. Er ist Lebemann. Und Philanthrop. Und Gewinner. Und wie viele Gerichtsprozesse hat er schon gewonnen? Was? Du sollst mich nicht in der Öffentlichkeit so nennen. Was denn? Dies ist eine automatische Ansage von Massengeschmack. Ihr Probeabo läuft in 5 Tagen ab. Wir weisen Sie darauf hin, dass aufgrund der allgemeinen Geschäftsbedingungen, welche total legal und in keiner Weise das? Ihr Probeabo automatisch in ein Lebenszeitabo mit einer Kündigungsfrist von 50 Jahren umgewandelt wird. Dies bekommen Sie zum einmaligen Vorzugspreis von nur 500,99 € pro Monat. Wenn Sie mit diesen Bedingungen einverstanden sind, sagen Sie jetzt bitte Vielen Dank für Ihr Vertrauen in Massengeschmack. Für den automatischen Telefon-Newsletter drücken Sie bitte die 1. Drücken Sie bitte die 1. Drücken Sie die 1. Dies ist der automatische Massengeschmack-Telefon-Newsletter. Aus persönlichen Gründen verschieben sich die nächsten Folgen der Formate Fernsehkritik TV, Presseschlau, Netzprediger, Pasch TV, Pantoffel TV, Hoaxilla TV und Serienkiller um circa 3 Monate. Wir zeigen an deren Stelle einen 40-stündigen Marathon mit dem besten aus 600 Folgen, das Studio. Dies war ein Service von Massengeschmack. Diese Ansage kostet Sie 3,99 € die Minute. Ich sag's dir, der Kreimeier hat das Geschäftsmodell der Zukunft am Wickel. Ach wirklich? Und warum habe ich noch nie was von ihm gehört? Der ist natürlich quasi im medientechnischen Untergrund aktiv. Er ist die Jeanne d'Arc des deutschen Fernsehens. Haben Sie Jeanne d'Arc nicht verbrannt? Ich verbrenne dich hier gleich. Hören Sie mal, ich muss mal eben. Sind Sie bescheuert? Wir drehen doch hier gerade. Sorry, dringende Geschäfte. Das hier. Sie wissen schon, dass ich hier arbeite. Ich habe gute Preise. Na dann mal los, ich muss gleich wieder. Also, Französisch 40 Euro. Was, 40? Ich bin Agent, das wissen Sie schon. Ach so, na dann. Für Sie Spezialpreis, Französisch 30 Euro. Na dann legen Sie mal los. Um Monat. Wenn Sie mit diesen Bedingungen einverstanden sind, sagen Sie jetzt bitte... Baguette, Chardonnay,
Frittüre de Fell, Omelette du Fromage. Oha. No, das war schon mal gar nicht so übel, nicht? Ja, das war es auch schon. Wie, und dafür bin ich extra die 10 Meter bis hier rüber gelaufen? Das ist eine Frechheit. Das war die schlimmste Französischstunde, die ich je hatte. Ich glaube ja nicht, dass ich dafür noch bezahle. Dann halt nicht. Tja. V, Hoaxilla TV und Serienkiller um circa 3 Monate. Wir zeigen an deren Stelle einen 40-stündigen Marathon mit dem Besten aus 600... Je m'appelle Olger. Hör, was ist los? Geschmack. Du bist wie Sand, überall und immer heiß. Und ein bisschen. Ich bin hier. Zip. Hört mal, Leute, ich weiß echt nicht, was ihr da erzählt. Ich verstehe echt kein Wort. Leute, ich weiß echt nicht. Ich verstehe euch nicht. Macht den Mund auf und Geräusche kommen raus, aber... Ich verstehe nix. Hause. Hör mal zu, Jungs, wenn es um die 200. Folge von Fernsehkritik TV geht, ich weiß nicht so recht. Ich habe da einen Friseurtermin und. Runter jetzt! Ach, sehr schön. Sie überzeugen ihn gerade. Also gut, ist natürlich jetzt nach 8 Jahren wird es ein bisschen billig, ich gebe es zu. Aber die Grundidee, nämlich einen interaktiven Film zu machen und der Zuschauer soll entscheiden an gewissen Stellen, wie soll es jetzt weitergehen, soll der Agent durch die Tür oder die Tür gehen oder so, das ist eigentlich immer noch eine geile Sache, an der ich immer noch irgendwie denke immer noch. Und irgendwann vielleicht mal ist mal der Punkt da, wo wir das nochmal richtig professionell mal aufziehen können, so ein Projekt. Also natürlich sehr aufwendig zu machen. Ne? Was wahrscheinlich auch der Grund ist, dass das Projekt nicht nur online noch ist unter deutscher-geheimdienst.de, sondern du im Impressum auch noch dazu aufforderst. Du hast dann nämlich immer noch den Satz stehen, wir suchen Drehorte und Darsteller im Raum Hamburg sowie Investoren für die Realisierung weiterer Missionen. Es melden sich andauernd Leute, ja. Ja, ich glaube, man muss es nur ein bisschen pushen und Leute können sich das ja im Nachhinein immer noch anschauen. Ich habe es mir heute im IC angeguckt, nachdem ich den Flashplayer installiert habe. Und hab dann, spannend, oder? Meine Mission ist ständig gescheitert, aber ich glaube, ich finde dann noch die Videodatei, bei der es dann weitergeht. Ich mag die Stelle, wo CF eine Coda bestellt. Das ist das Beste. Genau. Ich habe ihn erst gar nicht erkannt. Und in der Kneipe haben wir jetzt ja wieder gedreht für den neuen Film. Das ist schon wieder Spoiler, das darfst du schon wieder alles gar nicht erzählen. Okay. Ich kann dir erzählen, was der Chat so alles Tolles zu der Folge zu sagen hatte. Ja. Die alten Kamellen wurden natürlich wieder aufgewärmt. Wir sollten, wenn wir das nächste Mal machen und uns so viele Folgen Fernsehkritik TV anschauen, sollten wir auch einen Bemerkenswert-Counter machen. Also wie oft in allen Fernsehkritik TV-Folgen du das Wort bemerkenswert gesagt hast. Oh ja. Gleich neben einem Skurril-Counter? Neben dem Skurril-Counter. Ja, da hat jemand, fragte auch jemand, ob Nils dann in deinem Kopf einen extra Knopf für Skurril hat. Und wenn du dich aufhängst, ob dann Ach und F4 gedrückt wird, also das Übliche. Ja, so viel Zeit hatten wir natürlich nicht, aber das machen wir vielleicht das nächste Mal. Ach so, die Leute fragen, ob vielleicht Karlchen hinter dem Sofa ist, ob er als Gast irgendwie...
Das hätte ich schon bemerkt, glaube ich. Nee, da ist nichts. Wäre natürlich eine Überraschung, aber... Viele Anfragen gestellt, aber da ist leider niemand hinter dem Sofa. Als du sagtest, das Fernsehen bietet keine neuen Themen mehr, da wurde dir wurde im Forum heftig widersprochen. Ja, okay. Ja. Ja, das war's. Ja, was denn für dich? Ja, habe ich auch gefragt und als ich nachgefragt habe, hieß es, da musst du nur ins Fernsehprogramm schauen. Also falls du das noch nicht probiert hast. Ach, danke. Ja, ich denke mal, was ja häufig gesagt wird, ist, dass man auch was Positives kritisieren kann. Und ich habe doch das ein oder andere Mal auch mal die Meinung gehört, dass man genau solche Perlen aus dem Fernsehen gerne mal auch in Fernsehkritik TV herausholen kann und dann nochmal ein bisschen hervorheben kann. Ist das ein Element, von dem du denkst, das könnte man noch öfters machen? Mache ich ja ab und zu auch mal, aber... ab und zu. Also ich sehe die Aufgabe dieser Sendung aber eher darin, den Finger in die Wunde zu legen. Also eher die Sachen zum Thema zu machen, die skandalös sind oder bemerkenswert. Oder skurril. Ja, das war's dann auch schon. Hier noch ein paar Sachen, die nichts mit FKTV zu tun haben. Mario hat toll abgenommen, finde ich auch. Nils sah früher richtig Opa-mäßig aus. Es wurde gemutmaßt, dass in der Greenbox, dass der Part mit Adam und mir, dass wir das getrennt voneinander aufgenommen hätten. Ja, ich habe darauf geachtet, dass also Zufall ist es, dass wir quasi noch eine Lücke zwischen uns haben, ja. Während Nils und Mario da so richtig freundschaftlich beieinander sind, sich da in den Arm liegen und so weiter. Ja. Das haben wir diesmal nicht hinbekommen, aber ich glaube, das war ein technisches Problem, ne? Ja, ich glaube auch. Genau, wegen dem Winkel. Irgendwie, Chris weiß da Näheres. Also deswegen sitzt Holger jetzt auch in der Mitte. Mhm. Fühle mich sehr wohl. Ja, ansonsten Knödel sieht mit Bart nicht mehr so sexuell attraktiv aus, hat's noch geheißen. Also nichts Essentielles mehr. Aber die Leute fanden die Folge schön. Ich muss sagen, wir hatten enorm viel Spaß, die Folge zu machen. Wir hätten trotzdem hinterher trotzdem natürlich gerne noch Geld. Aber es war trotzdem, es hat dafür Spaß gemacht. Oder? Ja, genau. Ja, da sprichst du was anders. Naja, vielleicht nach der Sendung. Nein, kleiner Spaß. Hat natürlich riesen Spaß gemacht. Für den Spaß macht man es ja auch. Es hat uns sogar so großen Spaß gemacht, auch auf die ganzen Folgen Revue zu gucken, Revue zu passieren zu lassen, dass wir uns gedacht haben, ach komm, so eine kleine Anerkennung für dich sollte vielleicht dann mit drin sein. Und deswegen mal ein bisschen zusammengesammelt. Was kommt jetzt? Und überreichen dir... den roten Vorhang. CF krieg ich geschenkt. Achso, nee. Du bringst das mir. Lass es selbst auspacken. Genau. Als Dank für alles. Das ist genauso dein überraschend. Dein Achievement sozusagen. Ja, okay. Oh Gott. Oh, guck mal. Genau. Ach, mit der Holger Kreimeier, Fernsehkritik TV Folge 200. Das ist doch toll. Vielen Dank. Toll. Ja. Ja, vielen, vielen Dank. Schönes Ding. Das wird hier einen Ehrenplatz bekommen. Ja, bleibt natürlich hier in den Räumlichkeiten, ne? Würde ich sagen. Ja. Du kannst es auch mit nach Hause nehmen. Das ist dein persönlicher Verdienst. Oder kommt in die FKTV-Kulisse dann. Oder? Aber ich meine, wo hältst du dich am meisten auf? Der Frank kommt weg und der Pokal kommt hin. Zum Beispiel, ja. Genau. Und um diesen Abend auch nochmal gebührend zu feiern und vielleicht dich auch nochmal auf anderem Wege dafür zu belohnen, dass du diese Überraschungsfolge mitgemacht hast, haben wir auch nochmal ein bisschen was zum Verzehren vorbereitet. Oh. Ich habe auch noch... Erst klatscht. Ah. Bei der 150 hatten wir ja eine ganz ähnliche, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Naja. Genau, deswegen dachten wir uns, dass diesmal darf das auf keinen Fall wieder fehlen. Ja, schön. Toll, vielen Dank. Genau. Nochmal von vorne vielleicht, ne? Wenn wir so ein großes, schönes Publikum haben hier wieder heute, das muss natürlich auch... Mein Gott, ich werde hier reich beschenkt. Wahnsinn. Ja. Ja, nicht nur mit diesen schönen Beiträgen, sondern auch... haptisch sozusagen. Genau. Ja. Ja. Jetzt steht auf meiner Moderationskarte, alle Mitarbeiter betreten die Bühne. Ich habe noch eine Sache anzukündigen oder zu sagen. Wir feiern ja im April im Grunde ja noch ein weiteres Jubiläum. Und das ist für mich ja fast das Emotionalere, möchte ich fast sagen, weil dann in der Tat ja, wie wir haben es ja schon vorhin angesprochen, 10 Jahre
Fernsehkritik-TV ja dann ist. Und also keine Sorge, es wird nicht denn noch eine Sendung geben mit, wieder mit alten Kamellen. Man kann es auch übertreiben mit der Selbstbeweihräucherung. Aber ich habe ja schon mal angekündigt beim MG Direkt, dass ich derzeit an einem Buch schreibe über 10 Jahre Fernsehkritik-TV. Ich habe da auch erst so einen Verlag in Aussicht gehabt, aber der wollte jetzt irgendwie doch nicht, weil das ein sehr kleiner Verlag ist und da geht es wohl finanziell auch nicht so gut. Ich habe mich also entschlossen, das einfach selber herauszubringen. Und deswegen kann man dieses Buch jetzt auch bereits schon bestellen und bezahlen, damit ich damit dann den Druck dieses Buches finanzieren kann. Also quasi Crowdfunding wieder mal auf klassische Art und Weise. Wir haben auf der Massengeschmackseite jetzt oben ist jetzt ein neuer Punkt, nämlich Shop. Der Shop war bisher etwas versteckt, der ist jetzt oben direkt auf der Seite oben zu sehen. Und da kann man raufklicken und dort kann man dann dieses Buch käuflich erwerben. Und all diejenigen, die jetzt schon frühzeitig dieses Buch bestellen und bezahlen, es wird wahrscheinlich so im Juni ungefähr soll das dann rauskommen, werden auch dann in dem Buch in gedruckter Form namentlich verewigt. Ah. Also man findet in dem Buch, und wer natürlich eine Widmung haben möchte, kriegt natürlich auch von mir eine. Also gern mal auf unsere Shop-Seite gucken. Also ich werde in diesem Buch natürlich viele Anekdoten erzählen. Ein paar haben wir ja heute gehabt, aber es gibt ja noch viel mehr. Auch Sachen, die ich noch nie persönlich öffentlich erzählt habe. Natürlich die Prozesse spielen eine große Rolle. Begegnung mit Prominenten natürlich. Begegnung mit Fernsehopfern, mit Fernsehsendern, mit Fernsehmachern. Und alles das, was dazugehört. Und das ist, glaube ich, eine sehr spannende Sache. Und wer sich für Fernsehkritik interessiert, wird dieses Buch sicherlich auch mit Interesse dann lesen. Und ja, also vielen Dank an alle, die das machen und dann dieses Buch auch bestellen, jetzt schon, weil damit dann sozusagen der Druck dieses Buches dann auch damit finanziert werden kann. Und man kann auch weiterhin, was unseren Flüchtlingsfilm angeht, die Blu-ray und die DVD bestellen. Auch das ist möglich, um das Filmprojekt noch weiter zu unterstützen. Was kostet das Buch? Das Buch kostet 19,95 Euro. Das ist ja fast geschenkt, ne? Ja, ne? Finde ich auch. Ja, wir haben das sehr lange schon dran geschrieben, weil das Projekt hat dich schon länger begleitet und dadurch haben sie auch schon einige schöne Anekdoten angesammelt, die dann nicht verloren gegangen sind. Das, ja, gut, geschrieben habe ich jetzt angefangen erst seit einiger Zeit konkret, aber im Kopf sind die ganzen Sachen natürlich drin. Ja, klar, genau, sicherlich. Genau, geplant ist es seit längerem. Ja. Genau, also oben auf der Webseite, auf dem Button Shop. Genau, jetzt gibt es einen Button Shop. Viele haben immer gesagt, wo ist denn der Shop? Der ist immer so versteckt. Also man kommt dann auf eine weitere Seite, entweder geht man zu Get-Shirts weiter, wegen der T-Shirts und so, oder man bleibt eben auf der Seite und dann kann man da Buch und Film bestellen, wenn man möchte. Das ist immer noch ganz wichtig zu sagen, also vielen Dank für die Unterstützung an dieser Stelle. Doch eine Verkaufssendung. Und euch natürlich vielen Dank für die tolle Sendung, es war sehr amüsant. Hier. Ja. Oh. Ja. Ich komme mir jetzt gerade vor wie der alte Patriarch mit allen seinen Urenkeln und Enkeln. Und, genau, und ich habe mich. Muss ich dir einen Wunsch abfragen? Genau. Ich mache dir ein Angebot. So funktioniert das hier tatsächlich. Was du nicht ausschlagen kannst. Okay. Ja, so klang ich vor 3 Tagen auch. Genau. Ja, sehr schön. Ich leite das Dankeschön gerne weiter. Vor allen Dingen an Chris, an CF, an Lars, an Nils, an so viele Leute, die hier an den ganzen Sachen an der Folge beteiligt waren und dazu beigetragen haben. Das letzte Wort, das wichtigste Wort, das übrigens einmal sogar aus technischen Gründen am Ende der Sendung ausgefallen ist bei Fernsehkritik TV, überlasse ich aber trotzdem gerne dir. Heute mal darf ich sagen. Ja, heute mal zur Abwechslung. Du darfst es mit allen gemeinsam sagen. Ja, und diesmal machen alle mit. Dann gilt wie immer, schalten Sie mal wieder ab. Ja.